Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Anfänger Guide und heute werde ich euch zeigen, wie ihr eine automatische Schweinefarm baut, wo ihr am Ende gebratenes Schweinefleisch kriegt. Kleine Demonstration an der Stelle. Und ihr seht, wir kriegen gebratenes Schweinefleisch. Jo, und wie ihr das bauen könnt, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar benötigt ihr dafür einmal einen Wassereimer, einen Lavaeimer, einen Steinknopf, Steine oder einen ähnlichen soliden Block. Es darf nur kein Holz sein, also in dem ganzen Bild nichts Brennbares verwenden bitte. Dann brauchen wir noch eine Stufe. Den Knopf habe ich glaube ich schon erwähnt. Auf jeden Fall Glas, Leitern, eine Truhe, eine Falltür, Trichter, Werfer und Beobachter. Wie viel ihr genau braucht, das seht ihr gleich, ist nicht sonderlich viel, also da solltet ihr keine Probleme haben, das zu bekommen. Und die Reihenfolge, in der ich das baue, beziehungsweise jetzt zeige, ist sehr wichtig, gerade beim Beobachter und den Werfer. Bitte darauf achten, denn ich habe das letztes Mal, wo ich das gebaut habe, einmal falsch gemacht und da hat der Werfer die ganze Zeit Scheiße gebaut, das hat richtig schön genervt. Also, erstmal machen wir hier so eine kleine Ecke und wir bauen hier 4 Blöcke hoch. So. Dann machen wir folgende Blöcke weg, den da oben, den hier und den da. Und den hier werden wir jetzt erstmal mit einem Observer ausstatten, so. Und wir packen auch gleich den Knopf da vorne dran, so. Den anderen Knopf können wir da vorne dann auch drauf machen, das machen wir allerdings nicht jetzt. Zack, Werfer und hier noch ein Werfer. Dann können wir jetzt hier unten schon mal die Steinplatte reinmachen, beziehungsweise die Granitstufe. In meinem Fall kann auch eine Steinstufe sein, völlig scheißegal. Und dann brauchen wir hier noch eine Falltür, die kommt hier oben hin und wird dann auch zurückgeklappt. So, hier unten kann jetzt schon mal der Lavaeimer rein und hier oben kommt dann ein Wassereimer rein. Wir können den Knopf dafür hier oben auch schon mal anbringen. Und jetzt müssen wir eine kleine Vorbereitung treffen. Und zwar wollen wir das hier mal eben kurz wegmachen, so, damit wir uns hier so ein bisschen bewegen können. Und dann braucht man die Truhe, wie auch den Trichter, denn irgendwo muss das Schweinefleisch ja auch hin, gell? Deswegen, hier macht man dann die Truhe hin und hier den Trichter mit Shift gedrückt lassen, ansonsten wird das nicht connected. Na, ihr seht hier vorne, ob da eine Verbindung da ist, die brauchen wir auf jeden Fall. Dann hier schön nach unten bauen und jetzt fängt es auch schon mit dem Glas an, denn wir wollen das ja hier schön abdichten und deswegen machen wir jetzt hier Glas nach oben. Das könnt ihr genau so machen, kein Problem. Falls ihr wollt, könnt ihr das Ganze hier auch dicht bauen jetzt, das ist kein Problem. Ihr kommt ja immer noch an die Truhe dran, von daher ist das piep egal. So, ansonsten würde ich sagen, dass er hier noch eine Leiter dran baut, damit er überhaupt dann nach oben kommt. Und ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Schweine. Da ich keinen Bock habe, die jetzt hierher zu ziehen, werde ich da einfach mit Eiern arbeiten. Ihr könnt allerdings hier so eine Treppe runterbauen aus Blöcken und die dann einfach mit einer Leine, ne, hier mit diesen Leinen, dann einfach nach oben ziehen und dann da reinfallen lassen. Das ist gar kein Problem. Da der Guide allerdings relativ kompakt sein soll, werde ich das jetzt mit den Eiern machen. So, dann werde ich hier ein paar reinspawnen. So. Und das wird jetzt ziemlich schwierig, bei einer gewissen Anzahl die zu verpaaren. Deswegen haben wir da Wasser drin. Dann drücken wir hier drauf für das Wasser. Und dann nehmen wir Karotten und ja, füttern die hier einfach. Ich weiß gerade gar nicht, ob die noch was anderes außer Karotten fressen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann, sobald die verpaart worden sind und sich da geliebt haben, dann könnt ihr ganz einfach hier wieder draufdrücken. Zack. Und die kleinen Kinder sind jetzt hier unten gelandet. Wenn wir jetzt aber hier draufdrücken und die Lava kommt da raus, dann sterben die nicht. Allerdings, wenn da ein Männchen, beziehungsweise ein Männchen, ein erwachsenes Schwein drin ist, mach ich mal kurz ein paar rein hier, dann sieht das ein bisschen anders aus, denn ich drücke da drauf und zack, da brennt ein bisschen was. Allerdings nicht die kleinen Schweine. Und jetzt kriegen wir automatisch das gebratene Schweinefleisch hier unten rein. Und ja, das System ist wie folgt. Oben verpaaren, Wasser halt vorher anmachen und dann fallen die kleinen Schweinchen hier schön runter und werden dort erwachsen. Und am Ende drückt ihr einfach nur noch auf diesen Knopf, wenn die erwachsen sind und schon kriegt ihr gebratenes Schweinefleisch. Ist nicht vollautomatisch, aber meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann, um ja, Schweine zu züchten. Beziehungsweise hier eine Schweinefarm zu haben. Und ja, so läuft das. Das lasst ihr einfach im Hintergrund ein bisschen laufen und dann habt ihr immer schön Schweinefleisch. Und ja, das war der Build, meine Lieben. Ich hoffe mal, er hat euch gefallen. Falls ja, dann Däumchen nicht vergessen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch sehr, sehr viel Erfolg mit der Schweinefarm und in Minecraft. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.